2 Republika. Soweit war es ein turbulenter Start. Es hat eigentlich alles sehr gut geklappt. Es gab natürlich die ein oder andere Kinderkrankheit. Und da war mein persönliches Highlight, dass eben noch eine Tafel für die Bühne leider Gottes sogar gefehlt hat. Und 12.30 Uhr war der erste Talk auf Bühne 12 und um 12.15 Uhr war dann tatsächlich das Schild auch da und damit große Erleichterung auf meiner Seite. Mein Name ist Simone Orgel, ich unterstütze Andreas bei der Projektleitung hier auf der Republika 2014 und ja, hier kommt schon der nächste Anruf. Simone Orgel, Republika, hallo? Dann lasse ich die noch schnell stempeln. Das ist kein Problem. Ich gehe rum, frage an den Ständen, ob alles in Ordnung ist und schaue halt, dass wir die Partnerpakete, die wir verkauft haben, ob da auch die Leistungen alle erfüllt werden. Auf den Bühnen, sei es Programm, ob die Getränke bekommen haben, ob der Stand so in Ordnung ist, auch ob das Internet funktioniert. Einfach das Rundum-Wohlfühlpaket, dass alle happy sind und sich freuen und mit uns auf der Veranstaltung Spaß haben. Ich bin Pia, ich mache das Partner- und Sponsorenmanagement. Also die Republika ist für mich so das große netzkulturelle Klassentreffen. Der Ort, wo man das Internet anders erfährt. Ein Sammelsurium von interessanten Menschen. It's been about innovation, it's about meeting really remarkable people. Yeah. Ganz besonders ist, dass es eine unglaublich inklusive Veranstaltung ist. Also hier sind Menschen mit Behinderungen genauso willkommen und auch in der Lage, sagen wir mal, ihre Stimme zu erheben. Wo, glaube ich, viele Konferenzen sich eine Scheibe von abschneiden können. Im Endeffekt könnte man ja auch sagen, das ist einfach eine Öffentlichkeitsmesse. I could really go around and just talk to people for days. Ja.